Schon zum zweiten Mal heißt es Willkommen zu den Straßen der Kunst. Die Straßen der Kunst und Literatur in der barocken Residenzstadt Weilburg werden auch in diesem Jahr die Altstadt schmücken und beleben. Begonnen hat nun die Veranstaltungsreihe am 1. August mit der Vernissage zum Thema Lieben und Leben in den Räumen der Kreissparkasse. Direktor Stefan Gürtler begrüßte als Hausherr die zahlreichen Gäste und Stadtrat Bruno Götz überbrachte die Grüße und den Dank des Magistrats der Stadt Weilburg. Ich darf Sie im Namen des Vorstandes der Kreissparkasse Weilburg heute Abend hier in unserem Foyer zur Eröffnung der Ausstellung Lieben und Leben ganz, ganz recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder und heute Abend besonders zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Meine Damen und Herren, ich danke im Namen der Stadt Weilburg, dem Vorstand des Weilgebürger Forums und der Künstlerkolonie, Ihnen allen also für die Fortführung des Projekts Straßen der Kunst und Literatur. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind, um eine Gemeinschaftsausstellung der Weilburger Künstlerkolonie zu sehen und zu begutachten. An erster Stelle habe ich die Pflicht und auch das innere Anliegen der Kreissparkasse dem Vorstand zu danken. Es kommt nämlich nicht von ungefähr, dass Herr Direktor Göttler das Programm vorgestellt hat, denn ohne eine großzügige Spende der Kreissparkasse gäbe es in diesem Jahr keine Straßen der Kunst. Es zeigt sich, dass in seiner Laudatio stellte Initiator Werner Röhrig die einzelnen Exponate vor und würdigte die hohe Qualität der Installationen, Bilder und Skulpturen, die hier bis zum 31. August zu sehen sind. Lieben und Leben, eine Gemeinschaftsausstellung, ist keine einfache Sache. Das merkt man erst, wenn man die Bilder aufhängt. Weil sie natürlich möglicherweise alle unterschiedliche Formate und unterschiedliche Farben haben. Ich danke deshalb den Mitgliedern der Weilburger Künstlerkolonie, vor allen Dingen Hilde Fitt und Erich Glotz, die mich hier tapfer begleitet und unterstützt haben, damit wir das alles einigermaßen ausstellen konnten. Nicht alle Bilder, die wir vorgesehen haben, konnten wir unterbringen. Bereits seit dem 1. Juni machen in den Schaufenstern der Altstadt ausgestellte künstlerische Exponate neugierig, was in den nächsten 3 Monaten präsentiert werden wird. 35 Künstlerinnen und Künstler der Weilburger Künstlerkolonie sowie Gastausstellungen werden bleibende Einblicke in die Vielfalt der bildenden Kunst und Literatur eröffnen.